M4EDV ist schon seit 31 Jahren aktiv. Ich bin seit 2000 dabei, also auch schon eine Zeit lang. Sven Thorsen mein Name. Ich bin Director vom Studio DAS bei M4EDV. DAS für Deutschland, Austria, Switzerland. Mit München verbindet mich ziemlich viel. Auch die Projekte, die wir zurzeit ausführen bzw. planen. Also das Werk 12 schon im Werksviertel und jetzt MK6 natürlich oder Monaco. Es war Arbeitstitel MK6, jetzt heißt es Monaco. Wir hatten ja schon Erfahrung mit dem Werk 12 im Werksviertel und wir haben gesagt, dieser städtische Raum muss etwas von dieser interessanten Historie auch widerspiegeln, die es da gab. Nicht nur Industrie, sondern auch die Kunstszene, die sich da eine Zeit lang getummelt hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da auch einen Farbtupfer. Wir brauchen was Spannendes, das sich absetzt von dem, was da an Standardgebäuden sonst noch entwickelt wurde. Wenn man sich über eine farbige Fassade Gedanken macht, dann kann man es natürlich über Anstriche und Lacke, Beschichtungen etc. erreichen. Uns war aber wichtig, dass es ein nachhaltiges Material ist oder nachhaltige Materialien sind, die in ihrer Farbigkeit von sich selber auswirken. Der rote Klinker, das ist interessant, also der hat schon eine gewisse Farbigkeit natürlich und die Lebendigkeit, die entsteht, wenn man recycelten Klinker verwendet. Eine Charge kommt aus einem Gebäude, eine andere Charge aus einem anderen Gebäude. Insofern ergibt sich in der Fassadengestaltung ein sehr, sehr gemischtes Bild. Bei den Kunststoffschindeln, den Pretty Plastics, ist es so, dass da Kunststoffrahmen, also frühere Fensterrahmen, wiederverwertet werden. Es gibt im ganzen Gebäude auch eine Identität. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das identitätsstiftende Gebäude, dass der Nutzer sich mit dem Gebäude selber identifizieren kann. Love is sustainable, sagen wir immer. Also auch die Liebe zum Gebäude vom Nutzer her ist ein Nachhaltigkeitsaspekt. Natürlich hat sich in den letzten Jahren die Arbeitswelt deutlich verändert. Wir wissen alle, dass mittlerweile das Homeoffice durchaus gängig ist. Was macht man als Arbeitgeber, um die Leute tatsächlich wieder an den Arbeitsplatz zu holen? Und das ist der Schritt, den auch hier gegangen wird in Monaco, dass man tatsächlich sehr effiziente und gute Büroflächen bietet, die frei einteilbar sind etc., sehr flexibel einteilbar sind. Dass man aber auch gleichzeitig Räume anbietet, die es dem Arbeitnehmer attraktiv erscheinen lassen, ins Büro zu kommen. Das Gebäude selber vermittelt eine Haltung gegenüber dem direkten Kontext. Fügt man sich ein, fügt man sich unter oder fügt man etwas hinzu? In unserem Fall war es tatsächlich so, dass wir mit diesem Gebäude etwas hinzufügen wollten.